So, und da ist auch der Mega Gengar Raid. Wir sind angekommen im Wildgehege, ne? Vielleicht hört ihr im Hintergrund ein paar Tiere. 14 Minuten geht er auf jeden Fall noch. Wir haben wieder eine Liste gemacht im Discord. Eben waren es noch 16 Leute, davor waren es 12, jetzt sind es 18. Mal gucken, ein bisschen spät dran, die letzten beiden. Ich versuche mal schnell noch fix welche zu adden, vielleicht kommen die ja noch mit rein. Und wir haben auch wieder die GoTool-App. Und ihr wisst, GoTool-App sagt euch alles, verrät euch alles. Merkt euch auf jeden Fall den 100er-Wert. Guckt euch die Konda an. Wenn wir hier auf Mega-Raids gehen, sehen wir oben die Konda-Liste. Können wir wieder kopieren. Zumeist haben wir hier Unlicht, Psycho und Geist. Und der 100er-Wert ist 1644. Merkt euch den 1644. Wir stellen uns jetzt irgendwo ab. Ich adde noch kurz die Leute, dann machen wir den Raid. Der Akku ist auch gleich leer. Alles auf den letzten Drücker. So, wir gehen natürlich mal auf den Raid drauf. Schrotti und Julchen hatten sich noch eingetragen. Beziehungsweise Julchen hatte sich ja vorhin eingetragen bei dem anderen Raid. Habe ich ja leider dann nicht mit reingenommen. Habe ich ihr gesagt, kann sie jetzt mitmachen. Ganz kurz gehen wir mal hier auf die anderen. Da habe ich nämlich welche wieder mit Punkten versehen. Da haben wir hier den Benji, den Lucian und den Ivar Schaf. Die hatten vorhin schon angenommen. Hier haben wir den Hallo und den Trainer Sir Ups. Dann laden wir hier fix den Schrotti und Julchen ein. So. Ansonsten sind die Pässe alle drin. Wir nehmen einfach das jetzt, was es vorschlägt. Ist egal, die Konda brauchen wir uns jetzt nicht weiter. Hier oben kann ich nochmal schauen, ob noch welche angenommen haben. Rudi Russel X hat jetzt auch noch angenommen und der Timo. Die haben vorhin nämlich noch gefehlt. Und hier haben wir niemanden weiter. Das heißt insgesamt 6, 7, 8, 9, 9, 10. Es sind genau 10 Stück. Es müsste theoretisch genau aufgehen. Und guckt euch doch mal diese geniale Raid-Kulisse an für den Mega-Gengar-Raid. Mit dem ganzen Laub auf dem Tisch. Das sieht doch auf jeden Fall Hammer aus. Kann ich euch auch nochmal von hier oben zeigen, wie das dann aussieht. Der ganze Tisch ist voll, der ganze Boden ist voll, der ganze Tisch. Und hier liegt das ganze Gesocks wieder angerichtet. Da werden die Blätter drunter gelegt, ne? Zum Glück ist es auch nicht so nass. Da drüben ist alles nass auf der Bank. Hier geht's aber. Leg mal jetzt hin. 9 Minuten Akku haben wir auf jeden Fall noch. Nehmen das Mega Gengar mit. Da werde ich mir auch wieder einen Eintrag holen, den männlichen und den weiblichen. Ich versuche wieder ein 100% zu entwickeln, männlich und ein weibliches Shiny, sodass ich also Shiny, männlich, weiblich, alles komplett im Pokédex habe. Ich hoffe, der Akku hält nur noch 9 Minuten steht da, aber manchmal, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich weiß nicht, welche Kameraperspektive besser aussieht. Vielleicht die hier. Da können wir euch die Blätter schön vor die Linse legen, dass ihr auch ja nichts seht. Jetzt einfach draufhauen. Ich habe gar nicht geguckt, wer jetzt alles nun dabei war. Ich meine, ich habe die Namen eigentlich vorgelesen. Wer im Raid dabei war, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin dabei. Und dann wissen wir das nachträglich. Mega Gengar sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig genial aus. Guckt euch dieses breite Grinsen an. Die Visage einfach richtig herrlich. Und das Ganze jetzt noch als Shiny, wenn es dann weiß ist. Das ist doch, ich habe noch nie so was Edles gesehen. Viele fragen immer, was mein Lieblings-Shiny ist. Ich glaube, mittlerweile müsste ich dann sagen Mega Gengar, weil das einfach so genial, so brutal, so übertrieben heftig ist und auch noch in der Shiny-Variante. Habt ihr heute auch schon einen Mega Gengar-Raid gemacht? Schreibt es mal rein. Und ja, wir werden durch die Spezialforschung ja sicherlich auch noch Mega Gengar-Energie sammeln. Ich werde, wie gesagt, nachher noch einen Stream machen, dass wir ein bisschen in der Spezialforschung die Aufgaben durchmachen und dann mal gucken, vielleicht können wir Montag sogar schon Mega Gengar entwickeln. Als Shiny, als hin und her, als bla bla bla. Und wir müssen, das ist ja genial, wir können theoretisch einen Mega Gengar Raid machen statt einem Dreier Gengar Raid und kriegen trotzdem das Gengar mit dem Kostüm raus. Vielleicht haben wir ja sogar irgendwo hier schon einen Shiny dabei von dem Kostümierten. Da ist nichts, da auch nicht. Hier muss ich was wegschmeißen. So, habt ihr euch jetzt den Wert gemerkt? Was ist das 100er? Wir müssen nochmal fix reingucken, bevor wir das fangen. Dann können wir gucken, was das höchste ist.
und was das niedrigste ist und was gar nichts ist. 16,44. Da sind wir noch etlich ewig weit davon entfernt. Wir haben hier 16,19, 15,87, 15,95, 15,95, 15,97. Aber cool, dass die alle ein Kostüm anhaben. Wie gesagt, ihr könnt normale Gengar-Raids jetzt machen auf der Suche nach dem Shiny oder ihr macht direkt Mega-Raids. Dann habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ihr könnt das Shiny mit dem Kostüm jagen und ihr könnt Mega-Energie sammeln. Jetzt gucken wir mal beim Großen. Kostüm, okay, 16,14, ist wenigstens über 16, ist also besser als viele andere, die hier stehen. Das wollen wir natürlich noch fangen. Und weil Halloween-Event ist und ich nur noch 5% Akku habe, dieser dreckige Himmel im Hintergrund, also dieser dreckige Hintergrund. Machen wir es auch mal mit doppelten Bären, da müssten wir ja dann auch, ich glaube 40, oder? 40 Bonbons kriegen, wenn wir das mit doppelten Bären fangen. Wir probieren es einfach mal aus. Großartig ist auf jeden Fall schon getroffen. Ja, es ist ja die dritte Entwicklungsstufe. Ist auch noch drin im ersten Ball. 40 Bonbons, also ganz stark. Guckt euch das an. Macht Mega Gengar Raids. Das ist der erste Raid-Boss, der bisher in Mega Raids ist, wo ich sage, da lohnt sich sogar den zu machen. Eben auch wegen der Shiny-Jagd. Das war bei den anderen ja nicht so. Klar gab es die anderen als Shiny. Aber die hatte man ja von den Z-Days schon. Aber das hier als kostümiertes Shiny wäre auf jeden Fall richtig genial. Plus Energie sammeln für die Entwicklung, plus Bonbons sammeln. Also Mega Gengar, meiner Meinung nach, bisher der beste Mega Raid, den es bis jetzt gab. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich gucke mir noch ein bisschen hier die Landschaft an. Hier fällt alles von den Bäumen. Und ich wäre so froh gewesen, wenn ich das schon alles mit der GoPro hätte filmen können, weil das dann einfach richtig brutal aussieht. Aber da muss ich erst noch weiter testen und eine Lösung finden. Und der Magic Support hilft mir nicht. Und der GoPro Support, den habe ich noch nicht angeschrieben. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, wie war euer Gengar Raid oder wart ihr in dem Gengar Raid hier sogar dabei? Wir sehen uns später im Livestream noch, wenn wir die Spezialforschung machen und die Aufgaben und mal gucken, was es da noch so gibt. Vielleicht schon ein Shiny Kryphook? Das wäre auf jeden Fall auch genial. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.